Jo, was geht, Leute? Es ist der Boy T hier. Wir haben mit dem Boy Tonio am Start. Vielleicht kennt ihr ihn noch aus dem Trampolin-Video. Und zwar haben wir heute eine neue Basketball-Challenge für euch. Und zwar werden wir unsere Lieblings-Dunks aus dem NBA Dunk Contest nachstellen. Natürlich nicht auf einem normalen Korb, weil wir nicht irgendwie, was sind wir nicht, 2 Meter groß, Top-Athleten, aber wir werden es auf diesem Korb hier nachstellen. Und ich weiß nicht, welche Dunks er sich ausgesucht hat, er weiß nicht, welche ich habe. Wir werden einfach nach und nach die Dunks vorstellen und dann beide versuchen, die nachzumachen. Ja, wie ihr seht, wir sind schon ordentlich am Schwitzen. Es ist irgendwie heute 34 Grad in Berlin. Also das ist echt schlimm, was wir uns hier gerade antun. Aber ich hoffe, wir haben alle viel Spaß bei dem Video. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt immer an. Und ich zeige dir einfach mal meinen ersten Dunk, oder? Skinny! Okay, also ich habe jetzt hier den ersten Dunk, den ich Ihnen zeigen werde. Das war jetzt der Dunk von Dominique Wilkins von 1988. Es ist noch nicht so schwer, aber auf jeden Fall ein sehr cooler Dunk. Schauen wir mal an. It's been waiting for. From high above the rim. High above the rim. Auf jeden Fall machbar. Also ich glaube, bei dem Dunk ist einfach wichtig, dass man richtig hochkommt, den Ball ordentlich nach hinten zieht und vielleicht auch ein bisschen Entfernung hat. Ja, wir versuchen es halt so gut wie möglich nachzumachen, wie halt das Original. Dank von Tonio. Ich habe mir den Dunk selber ausgesucht, also müsste ich ihn jetzt eigentlich mal gut hinkriegen. It's been waiting for. From the rim. High above the rim. And the perfect. Wir versuchen beide nochmal, um einfach vielleicht eine bessere Version hinzukriegen. It's been waiting for. From high above the rim. High above the rim. And the perfect. Der zweite Versuch war leider nichts, aber ich glaube, der erste war ganz gut. Schreibt es in die Kommentare, wer es besser gemacht hat, und ich würde sagen, jetzt zeigt mir Tonio seinen ersten Dunk und dann machen wir den auch nach. Okay, also, das ist der Dunk von Steve Francis, Dunk Contest 2000, und er sieht auf den ersten Blick erstmal unspektakulär aus, aber die Details zählen halt. Okay. Beim zweiten Blick ist es sehen. Oh, ich renne von links, ich springe noch nie so weit ab, ne? So gerade aber hier. Also auf jeden Fall ordentlich schwerer als der erste. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Nope! Ah. Also der erste Versuch war nichts. Aber das Schwere, wirst du merken, dieses Runterziehen, dann wieder hoch. Das ist echt mega schwer. Und der Pass vor allen Dingen. Beim Toms zweiten Versuch hat man ja schon gesehen, er hat ihn da recht tief genommen. Versuche ich auch nochmal an. Nope! Okay, ich würde sagen, die ersten beiden Dunks waren eigentlich ziemlich gut, oder? Ist das schon gut? Ja, ich würde sagen, die ersten beiden Dunks waren auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, Tony ist auch gespannt, was der nächste Dunk wird, oder? Also, der nächste Dunk ist von Jason Richardson aus dem Jahr 2003. Zwar hat er einen LU-Windmill gemacht, aber halt mit extrem viel Style. Er nimmt den so oder ja. Ich glaube, das Wichtige bei dem Dunk ist auf jeden Fall, dass die Beine gerade bleiben, weil er zieht die nicht an in der Luft, also er hat die ziemlich stable. Und halt, dass du den Ball hier oben fängst, dann wirklich komplett runter gehst und dann einfach rein aus. Oder? Kriegst du das denn? Das macht er. Du musst ja hier anfangen. Ich hol dir mal den Ball, let's go. Oh yeah! Hey. Wie man sieht, ist es scheiße heiß hier und die Dunks werden nicht leichter. Auf jeden Fall nicht der. Oh nein, oh nein. Ich weiß es. Also an alle Basketballer, ihr wisst, wie schwer der Dunk ist. Wenn man auf das Detail achtet. Leute, bei der Hitze ist alles nochmal 10-mal schwerer. Versuch's einfach mal. Ich glaube, ich krieg das hin. Obwohl, ich glaube eigentlich nicht, dass ich nicht krieg, aber mal schauen. Tschüss. Das war nicht schön.
da geht heute echt nichts, aber ich habe ja noch ein paar Danks für ihn. Obwohl, ist noch einer jetzt, ne? Ja. Ich hole einfach mal meinen nächsten Dank und schau mal, ob der den dann hinkriegt. Also ich will meinen Dank nochmal versuchen, besser zu machen. Also der nächste Dank ist auf jeden Fall von einer Basketball-Legende. Kobe! Der nämlich 1997 war dein Dank das dabei. Und hat auf jeden Fall, ja, zu der Zeit war es halt noch ziemlich spektakulär. Ich kann es mal zeigen, ist auf jeden Fall von Kobe Bryant. Digga, die Qualität. Also man sieht ja auf jeden Fall gerade gar nichts. Ich versuche es nochmal. Das ist einfach 250p. Oh, Digga. Between the legs. Also ganz easy. Also ganz easy, ganz easy, mach ich den mal richtig daneben. Tonio hat ihn noch nie hinbekommen. Mal gucken, ob er es heute hinbekommt. Das gibt für alles sein erstes Mal. Ich glaube, der Junge kriegt das hin, nachdem er gerade den hier hinbekommt, der meiner Meinung nach deutlich schwerer ist. Aber ist er mit einem Bein abgesprungen? Ja, er ist mit einem Bein abgesprungen. Tom, das ist mein dritter Dank von Tracy McGrady. Er ist nice, aber es ist machbar. Ja, also das Schwere liegt wieder dabei im Pass, der passt. Okay Leute, ich bin noch ein bisschen mad, dass ich diesen hier nicht geschafft habe, beziehungsweise ziemlich hässlich. Also muss ich jetzt eigentlich was auflegen, also wünsche mir auf jeden Fall Glück und ich gebe mein Bestes. Nope! Ah. Beide den ersten Versuch verkackt, aber es waren beide sehr knapp, deswegen denke ich, wir kriegen es hin. Hey! Oh, Alter. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also wir finden auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr gute Videoidee, ja, die man noch weitermachen kann, auf jeden Fall mit anderen Versionen, mit In-Game-Dunks, mit alles Mögliche eigentlich. Also wir haben echt gelitten heute. 35 Grad, wie man sieht. Wir haben beide Handgelenke aufgeschnitten. Wie gesagt, der Ring ist echt ziemlich hart. Auch ein sehr, sehr großes Dankeschön an unseren Kameramann, der hier die ganze Zeit bei der Hitze hinter der Kamera stand. Wir sagen dir Dank jetzt auch einmal, damit er sich ein bisschen bewegt und nicht nur rumsteht. Sag mal, was du kannst. Ich kann eigentlich nichts. Ja, kann halt echt nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ab nächster Woche bin ich wieder in Düsseldorf. Das heißt, Videos mit den Rotators kommen wieder zurück. Und ansonsten habt alle noch einen schönen Tag und nicht liken. Nicht liken. Nicht liken. Nicht auf liken. Jeden Fall nicht liken und nicht kommentieren. Alle den Daumen runter, bitte. Liken nicht vergessen. Jetzt habe ich's. Ciao, Leute. Haut rein.